In dieser kurzen E-Learning-Einheit möchte ich Ihnen eine Übersicht geben, was sich denn hinter dem Flipped Classroom-Konzept verbirgt. Zunächst möchte ich kurz erklären, was das Konzept ist und wie es aufgebaut ist und was man damit alles machen kann. Im zweiten Schritt möchte ich etwas zu den Lernzielen sagen, was man mit dem Flipped Classroom-Konzept in unserer Lehrveranstaltung erreichen kann. Und was von Ihnen insbesondere auch verlangt wird. Und drittens möchte ich etwas zu den Lerninhalten und der Veröffentlichung der verschiedenen Themen im E-Learning für unsere Veranstaltung sagen. Beginnen wir mit dem Flipped Classroom-Konzept. So funktioniert es. Ein Teil der Lehrveranstaltung bereiten die Lernenden, das heißt Flipped, sozusagen ausgelagert vor der Veranstaltung vor. Und das findet im E-Learning statt. Und für das E-Learning gibt es dann E-Lectures, wie hier zum Beispiel dieses Video. Und darüber hinaus gibt es dann auch Online-Lernaufgaben, also Vorbereitungsaufgaben, um dann den Stoff schon mal vor der Lehrveranstaltung vorzubereiten. Und im Klassenraum, in Anführungszeichen, das heißt in der unmittelbaren Lehrveranstaltung werden dann Gruppenarbeiten gemacht, Übungen, Fallstudien und Simulationen, um dann die jeweiligen Themen stärker zu vertiefen. Die Vorteile liegen auf der Hand. Durch die Auslagerung des Lehrinputes, der sonst normalerweise am Stundenanfang erfolgen würde, kann man nach dem eigenen Tempo sich die Inhalte erarbeiten. Und die Lehrveranstaltung bleibt dann zur Verfügung, um tatsächliche Übungen zu machen. Ja, hier ist nochmal eine Grafik dargestellt, wie man das traditionelle Setting mit dem Flipped Classroom Setting vergleichen kann. Im traditionellen Klassenraum wird der Lehrende zunächst erst einmal die wichtigsten Grundlagen vorstellen. Die Lernenden hören zu und sind erstmal passiv. Und erst dann vielleicht am Stundenende und wenn noch überhaupt Zeit bleibt, kann man dann in Übungen und in Anwendungsaufgaben übergehen. Beim Flipped Classroom-Konzept wird etwas anders gemacht, nämlich die wichtigen Lehrinputs, also das, was sonst Anfang der Stunde vorgetragen worden wäre, wird ausgelagert auf die E-Learning-Einheit, die vor der Lehrveranstaltung bearbeitet werden muss. Und der Klassenraum selber wird dann zur Übungseinheit und zum Ort, wo man sich in bestimmten Themen vertiefen kann. Ich habe das hier nochmal in diesen zwei Stichpunkten aufgeschrieben. Worauf ich ganz kurz nochmal hinweisen möchte, ist, dass es wichtig ist, dass sozusagen diese Vorlesungen online daheim bearbeitet werden, um sich dann auf die Lehrveranstaltung vorzubereiten. Denn im Klassenraum, in Anführungszeichen, in der Lehrveranstaltung, in der Präsenzveranstaltung, wollen wir uns dann mit anschließenden Themen und Fragen beschäftigen. Welche Mehrwerte hat das Konzept? Und das ist wiederum aus der pädagogischen Forschung bestätigt worden. Es ist sehr abwechslungsreich. Das heißt, es werden sowohl konstruktivistische wie kooperative Lernelemente miteinander verbunden. Das heißt, dass sozusagen nicht alles vorgetragen wird, sondern dass Lernende sich selber den Stoff erschließen können und auch kooperieren können. Also das heißt, voneinander lernen können. Deep Learning wird unterstützt dadurch, dass insbesondere die höheren Ebenen des Lernens nach der Lerntaxonomie von Bloom beispielsweise erreicht werden. Also hier geht es um die Anwendung des Wissens, Analysieren von Fragestellungen, Hinterfragen von Fragestellungen und Annahmen beispielsweise. Und es geht auch um die Evaluation der eigentlichen Aufgabenstellung. Das heißt also, was bringt es? Man reflektiert, wie kann man diese Art von Übungen dann vielleicht in der Praxis umsetzen. Es hilft auch noch darüber hinaus, das Selbststudium zu strukturieren und es unterstützt das selbstorganisierte Lernen. Ja, darüber hinaus macht es natürlich auch Spaß, zu auszuprobieren, zu hinterfragen und in den Veranstaltungen insbesondere komplexe Aufgaben zu lösen, die man sonst hätte alleine daheim lösen müssen. Ja, es ist effektiv, weil ein wichtiger Effekt damit verbunden ist, dass die praktischen Übungen in der Veranstaltung durchaus auch als Prüfungsvorbereitung gesehen werden können und damit die Lehrveranstaltung auch den Weg bahnt, um die wichtigsten Inhalte für die Prüfung und für die Abschlussklausur zu besprechen.
Ja, und die Evaluation hat auch bestätigt, dass dieses Flipped Classroom-Konzept durchaus wichtige Wirkungen hat und dahingehend, dass ein vertieftes Wissen am Ende eines solchen Seminars vorhanden ist und erworben wurde, dass die Prüfungsleistungen besser ausfallen und verschiedene andere Aspekte sind nachgewiesen. Hier verweise ich einfach mal auf eine Studie, die 2016 durchgeführt wurde, wo insbesondere die Vermittlung von Managementgrundlagen untersucht wurde. Ja, zweitens möchte ich etwas zu den Lernzielen oder genauer hin dazu sagen, was von Ihnen verlangt wird. Wichtig ist es, ich habe das vorhin schon mal erwähnt, bereiten Sie die E-Learning-Einheiten vor der jeweiligen Präsenzveranstaltung vor. Das ist wichtig für Sie, weil diese Lehrinhalte werden wir in der Veranstaltung nicht mehr wiederholen, sondern wir bauen darauf auf und gehen im Stoff dann sozusagen immer weiter. Ja, der Zeitumfang, den Sie für das Selbststudium mit einplanen sollten, beträgt circa 20 Minuten für die E-Lectures und ich werde mich da dran halten. Und wenn man jetzt einen langsamen Lerner voraussetzt, dann wird man ungefähr für die Wiederholungs- und Selbststudienaufgabe circa 45 Minuten brauchen. Ja, Rückfragen können Sie jederzeit per E-Mail oder in der Chatfunktion in der Lehrveranstaltung in Elias ausprobieren und nutzen. Ja, das war es soweit von dieser kurzen Einheit und Vorstellung, was Sie jetzt in diesem Semester erwartet. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie Rückfragen haben, stehe ich Ihnen gerne per E-Mail zur Verfügung. Melden Sie sich. Ebenso freue ich mich über Feedback, da ich noch nicht so viele, insbesondere jetzt diese Veranstaltung, erstmalig vorbereite im E-Learning. Und ich würde mich sehr darüber freuen, wenn Sie mir Feedback geben. Positiv wie negativ ist alles herzlich willkommen.